Eine Schwangerschaft und eine Geburt können entsprechende Spuren am Körper einer Frau hinterlassen. Bei einem sogenannten Mommy Makeover kombinieren wir unterschiedliche Eingriffe miteinander. In einem individuellen Beratungsgespräch legen wir zunächst fest, was überhaupt als störend empfunden wird. Hierbei ist auch natürlich darauf zu achten, dass Operationen zum richtigen Zeitpunkt erfolgen. Man muss nach einer Entbindung damit rechnen, dass sich der Körper in den ersten Wochen und Monaten noch verändert. Wir empfehlen immer, nach dem Abstillen nochmals ca. 6 bis 8 Wochen abzuwarten und erst dann mit diesen Eingriffen zu beginnen. Beim Mommy Makeover kombinieren wir Eingriffe im Bereich der Brust und des Bauches miteinander, aber auch Eingriffe in der Intimregion werden oft von der Patientin gewünscht. Im Bereich der Brust kann man Brustvergrößerungen, Bruststraffungen oder auch eine Kombination aus beidem durchführen. Im Bauchbereich kommen oft Fettabsaugungen, aber auch Bauchdeckenstraffungen zur Anwendung. Und im Bereich der Intimregion korrigieren wir meist die kleinen Schamlippen. Wir legen in einem individuellen Beratungsgespräch genau fest, was die Patientin stört und erstellen einen entsprechenden Behandlungsplan. Wir empfehlen, nicht zu viele Eingriffe in einer Operation durchzuführen, um die Operationsdauer nicht zu lange zu gestalten. Je länger die Operationsdauer ist, umso größer auch das Risiko für Komplikationen. Bei uns steht Ihre Sicherheit an erster Stelle.